Hallo und herzlich willkommen bei Beauty TV. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute sprechen wir über gängige Sonnenschutzmythen und dazu habe ich mir sonnige Unterstützung von der lieben Luca geholt. Luca ist Beauty-Redakteurin bei Douglas und weiß ganz genau, welche Mythen immer noch weit verbreitet sind. Ich freue mich sehr, dabei zu sein und ein bisschen mit diesen Mythen aufzuräumen. Ja, ich finde, über Sonnenschutz kann man gar nicht genug sprechen. Deswegen legen wir direkt los. Mythos Nummer 1. Eincreme verhindert, dass man braun wird. Das stimmt natürlich nicht. Auch Sonnencreme mit einem hohen Lichtschutzfaktor lässt einen kleinen Teil der Sonnenstrahlen durch, sodass man trotzdem braun wird. Das dauert zwar ein bisschen länger, aber dafür ist es auch weniger schädlich für die Haut. Und die Bräune hält auch länger und genau das wünscht man sich ja eigentlich auch. Aus diesem Grund hat auch Lancaster eine Formel mit hochwirksamen Filtern entwickelt, die vor der Sonne schützen und gleichzeitig eine schöne Bräune ermöglichen. Diese Formel enthält den sogenannten Tan Activator Komplex, der ermöglicht es, nach der Hälfte der Zeit in der Sonne eine schöne und langanhaltende Bräune zu entwickeln. Es geht super schnell, man ist bestens geschützt und am Ende braun. Mythos Nummer 2: Einmal Sonnencreme auftragen reicht aus, um keinen Sonnenbrand zu bekommen. Das stimmt natürlich nicht. Die Sonnencreme verlängert nur deinen hauteigenen Schutz vor der Sonne, lässt aber nach der Zeit durch Baden oder Schwitzen nach. Deshalb ist es super wichtig, regelmäßig aufzufrischen, egal ob am Strand oder auch einfach so. Regelmäßig nachcremen ist wirklich wichtig. Ganz, ganz wichtig zu wissen dabei, der Lichtschutzfaktor addiert sich nicht, sondern bleibt immer bei der ursprünglich auf dem Produkt angegebenen Stärke. Mythos Nummer 3. Ich brauche keinen Sonnenschutz, weil ich bereits braun bin. Das bisschen Sonnenbrand macht mir nichts aus. Das hört man recht oft von Personen, die schon ein bisschen gebräunt sind. Aber es stimmt natürlich nicht. Denn was viele nicht wissen, UVA- und UVB-Strahlen machen etwa 10% des Sonnenlichtspektrums aus. Die restlichen 90% sind sichtbares Licht und Infrarotstrahlen. Und genau die sind leider für die tiefergehenden Hautschäden verantwortlich, die wir alle nicht wollen. Deswegen ist täglicher Sonnenschutz ein absolutes Muss, auch wenn man schon gebräunt ist. Aus diesem Grund sollte man auch unbedingt Produkte verwenden, die mit ihrem Schutz auf 100% des Sonnenlichtspektrums abzielen, wie es beispielsweise bei Lancaster der Fall ist. Da geht man dann wirklich auf Nummer sicher. Wir hoffen, dass wir ein paar Mythen über das Thema Sonnenschutz aus dem Weg räumen konnten. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel gelernt. Vielen Dank, dass du da warst, liebe Luca. Es hat viel Spaß gemacht. Sehr gerne, hat mir auch viel Spaß gemacht. Euch danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.